Willkommen zurück. Willkommen. Wir spielen übrigens mit drei Stürmern, falls ihr das noch nicht gemerkt habt. Tutu Harry darf rein in den Wir Mittelfeld. haben Flo raus, Micha rein. Flo, Flo, willst du mich verarschen? Ja, wo ist denn Flo? Da, Mittelfeld. Flo? Ja. Statt Micha. Micha rein. Micha Nee, oben Micha rechts. ist normal Stürmer, das Micha passt ist schon. überhaupt kein Stürmer. Dave ist Doch, Stürmer. Hau Dave nein, rein. Dave hat jetzt Micha. zwei, drei Spiele hintereinander nicht gespielt und wir haben jedes verloren. Micha ist Ich Stürmer. hasse dich. Micha ist Stürmer. Du darfst für Jonas spielen und Jonas kommt da hinten hin. Jonas kann nicht hinten Doch, spielen. Jonas, der spielt da sehr gut. Der hat nämlich alle. Micha spielt hinten gut. Mann, Jonas spielt hinten auch Tausch gut. Micha mit Jonas. Micha ist eigentlich Stürmer. Mach mal rechts, rechts oben. Da, Trottel. So. Das war verletzend. Worte sind wie Worte sind wie Projektile. Projektile. Boah, jetzt macht die Zuschauer langweilen Wir sich schon, weil könnten es so lange mal dauert. Valon ins Tor stellen, weil Syntax ist schlecht Oh gebaut. Gott, jetzt haben sie 1,20 Meter Hühnen im Tor. Nein, ja. Ach so, ja. Die brauchen nur hochschießen, dann haben sie ein Tor. Dafür, wenn. Da, ja. Da fällt mir jetzt auch nichts anderes Außerdem, zu was ein, hast du gegen außer. Syntax? Ich habe nichts gegen Syntax. Ich finde Syntax super. Ich wollte nur Valon mal eine Chance geben. Im Tor. Vielleicht mag das sein, dass ich das als negativ vergleiche. Du musst es nicht drauf ankommen lassen. Ja, der ist halt klein, aber hoch. Das ist zumindest O. Danke, danke, Wala. Wala, ja, wir können ja dann Syntax wieder reinleveln. Aber Syntax ist bestimmt schlecht gelaunt, weil ich nicht spielen durfte. Syntax. Pass und Schuss. Was ein Hammer. Das ist der Hammer, Dave. Der Hammer schlechthin. Ja, kurz, kurz, Ja, kurz, kurz. ich mach doch. Was war das? Der hat ihn ja schnüster da durch den Typen durchgestreckt. Hä? Ach, da ist er. Ja, tolle Leute. Wo soll der hingehen? Ja, wieso passt du eigentlich nicht, wenn du einen Einwurf hast? Einfach drück einfach X das Hab nächste ich? Ich Mal. hab. Nein, du hast zum anderen Spieler gewechselt und dann X Nee, gedrückt. ich hab A gedrückt. X ist nämlich falsch, Steph. Aber ich weiß, du spielst immer auf der PlayStation. Dings. Du hast das noch im Kopf, wie vor 10 Jahren. Leb mal im Jetzt. Häng nicht alten Erinnerungen hinterher. Aber die sind so schön. Gut gemacht, Sacramentis. Ich errichte mich auf. Wie klein er ist, Mann, willst du mich verarschen? Ach, ist doch süß. So. War das der Bauerntrick? Den anderen so hart anspielen, dass der Ball zurückprallt. Jetzt nimm mir doch nicht den Ball ab, du Spaten. Das ist ein Versehen. Lauf, Tom, lauf! Hä? Abseits. Also, nee? Doch. Doch, okay. Puh. Ich dachte schon, faul oder so. Barlon, den haben wir direkt aus der C-Jugend haben wir den übernommen, weil er das Geld brauchte. Auf der F-Jugend vielleicht. Ja, so. Kleinwüchse haben auch ihr Anrecht auf Bedeutung im deutschen Profifußball. Das war übrigens Handspiel. nichts. Wow, schießen kann er ja. Dave läuft. Kein Micha läuft. Dave läuft. Oh. Was hast du denn, scheiß Schiri? Ja, es ist Halbzeit. Ja. Ja, der hat auch seine zeitlichen Vorgaben. Du kannst ihn nicht einfach so beleidigen. Oh, doch. Ist das eigentlich ein asiatischer Schiedsrichter, den wir da haben? Wissen noch gar nicht, wie die Regeln sind.
Die können ja Regeln nicht mal aussprechen. Regeln? Regeln! Vor! Ui! Yesas. Lauf, 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 lauf. Wenn es eng wird, zu Micha. Oh! Schau, wie er da steht und enttäuscht ist über sich selber. Ziemlich schlecht, der Herr Dave. Da denkt er gerade über den, er denkt auf jeden Fall drüber nach. Über was auch immer. Jetzt Dave, Linie. Hab schon gesehen und gepasst. Mit links, brillant auch mit beiden Füßen, der Herr. Kann man nichts sagen. Trotzdem Eckball. Eckball ist doch was Schönes. So. Nein, nein, nein. Da muss der Ball rein, weiter in den Mittelbereich des Spielfeldes. Jetzt aber. Boah, der war doch astrein abgeprallt. Das ist ein Eckball. Wie kann man denn bitte, der war überhaupt nicht abgeprallt. Du hast voll drüber geschossen. Nee, nee, pass auf, guck das mal an. Du hast voll drüber geschossen. Ja, ja, guck dir jetzt mal die Wiederholung an. Schau. Okay, er war abgeprallt. Ah, der wäre nämlich sowas von geil reingegangen. Zu viele Gegenspieler. Oh nein. Ah, ich bin zu langsam. Okay. All safe. Kurz. Auf die Ecke. Ja, die am Ecke. Aus Gründen der Gleichberechtigung Frauen gegenüber. Weil wir spielen hier gegen Mädchen. Hat er gepfiffen? Nein. Ich meinte, er hat jemand gepfiffen. Micha, Tor. Jawohl, sehr schön, Micha. Wie schön das zusammengespielt war. Warum auch immer du nicht mitgespielt hast, aber ich habe zu mir gepasst. Ja, können. Ich hatte irgendeinen Spieler da draußen. Da, boah, der. Also, das war traumhaft. Und die Flanke war wirklich sehr schön. Und dann hier souveräner Abschluss. Torwart relativ machtlos. Ich hatte die Fahne poliert währenddessen. muss auch gemacht werden. Hat Spaß gemacht? Ja, aber zu weiteren Geschichten von Eckfahren möchte ich mir nicht eingehen. Das weckt Erinnerungen. Ja, da haben wir einen eigenen Kanal. Eckfahren.com. der Jurastudent auf dem Platz. Der Lesch. Da kennt er sich aus mit den Regeln signalisiert das auch zum Schiedsrichter, indem er sagt, nein, so nicht. I know my rights, sagt man ja. Ich finde das übrigens diskriminierend, dass die Gegner schwarze Trikots anhaben. Also ich finde es auf jeden Fall diskriminierend. Ich weiß nicht gegen was, aber irgendwas wird schon diskriminiert dadurch. Zurück. Wunderschön. Dieser geniale Trick. So, da helfen dir ein paar Spieler im Mittelfeld. Jawohl. Ja, ach rein. Sehr gut. Da kann man nichts sagen, den hat er zehnmal reingemacht. Mit einem gekonnten Kopfball, glaube ich. Schön, wie ich sie ziemlich verwirrt habe da draußen mit diesem Stopper. Ja. Ja, schön. Und schön ins lange Eck mit dem Kopf gelupft. Ja. Tor hat absolut nichts getan. Bilderbuch-Tor. Nein, Lehrbuch, nicht Bilderbuch. Wie aus dem Lehrbuch? Gibt es Fußball-Bilderbücher? Bestimmt, ob die was bringen? Ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich so für Kickers und sowas auch einen Manga dazu. Aber das ist jetzt nicht ein Bilderbuch, also wer jetzt möchte ich als strikt Linie unten lang untersagen. Oben Mitte, Dave. Oh, oh no. Zeit für Spaß. Was war denn das? Das war Shadow Lab. Der Boss von Murmur. Wie hieß der? Ich weiß nicht mehr, aber der halt. Nee, der erste Boss war das. Nicht von Murmur. Das war dieser erste. Dieser nein, nein. Doch. Der erste war dieser Dämon. Stimmt, dann der zweite. Der zweite. Aber davor, vor Mumu war noch einer. Ja? Dieser Typ, den man durchnuken konnte.
der echt? Diese ganzen Geister-Ads gespawnt hat. Stimmt, ja. Zeit für Spaß. Zeit für Spaß. Gott, wie hieß denn der? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Der war wie Chugal. Überlegt es euch. Ja, wir spielen WoW. Ja. Ich spiele WoW. Du spielst ja nicht mehr wirklich. Nee, ich bin... Ich hab da ein paar Charaktere. Ich spiele Wirtschaftssimulator. Mach mal aus. Ich kann doch nichts machen. Nein, du sollst die Aufnahme aufhängen. Achso, okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.